Zündnadelgewehr wurde ab 1827 vom preußischen Schlosser Johann Nikolaus von Dresden entwickelt und stellte eine Revolution der Waffentechnologie im 19. Jahrhundert dar. Doch was machte diese neuartige Waffe so besonders? Im Vergleich zu den üblichen Musketen war das Zündnadelgewehr ein Hinterlader. Das bedeutet, die Patrone wurde von hinten in das Rohr zugeführt. Diese enthielt gleichzeitig das Geschoss, die Treibladung und das Zündmittel als eine Einheit. Im Gegensatz zum herkömmlich genutzten Steinschloss befand sich die Zündnadel innerhalb des Gewehrs, eine sogenannte Innenzündung. Diese wird bei Betätigung des Abzuges in die Treibladung der Patrone hineingetrieben und hat die Detonation zur Folge, wodurch das Projektil abgefeuert wird. Übrigens funktionieren heutige moderne Waffensysteme auf einer ähnlichen Art und Weise. Ab 1840 wurde das Gewehr in Massenproduktion gegeben und wurde von 1848 bis 1876 von der preußischen Armee verwendet.